So, hier sind wir im Teleporter auf dem Weg in das andere Gebiet. Ich frage mich, ob wir jetzt mit Alucard und mit Simon so eine Kugel sammeln mussten oder halt nur mit Alucard. Dies verwirrt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Naja, ich hoffe immer noch das Beste, wenn ich ehrlich bin. Ist das dieses Albtraumgebiet hier? Frage. Dumm, das war's nicht. Das war's nicht. Ich wollte eigentlich so. Dankeschön. Irgendwie ist das albern, wenn ich das halt nur. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach, jetzt mach schon. Einfach unmenschlich, wie viel die aushalten. So, nochmal das Ganze. Ach so, da komme ich ja her. Okay, so hat's funktioniert. Das heißt, ich wäre nie oben rumgekommen. Das heißt, ich habe den Raum hier. Nein, ich muss da vorne ganz weit her. So. Hier unten? Ach nee, hier unten geht es einfach nur weiter. Aber hier könnte ich immerhin eins. Mal, was hier unten ist. Nix. Okay. Wie komme ich denn dahin? Ach, richtig. Da war ja das mit der Plattform. Mit dem Doppelsprung.
dass dieser Plattform-Express immer so langsam sein muss. Noch mehr Zweitwaffen, im Ernst jetzt. Ich habe so langsam das Gefühl, ohne das kann man den Endkampf gar nicht bestehen. Zurück in dem schnellsten Express der Welt. Jetzt muss ich irgendwo noch da oben in das Drittel da reinkommen. Ich hoffe auch, dass das der letzte Boss jetzt mit ihm hier war. Dann könnten wir eigentlich mal anfangen, uns die Beschreibung von den ganzen Viechern mal anzugucken. Das mache ich dann einfach in so einem extra gesonderten Part. Weil ich mir denken kann, dass da jetzt nicht viel draufsteht. Wenn ich mal so also die Schriftrollen und so, das müsste man ja eigentlich verstehen, wenn ich das drin haben möchte. Aber alles andere ist dann halt einfach nur Bonusmaterial, nennen wir es mal so. So, und jetzt muss ich hier irgendwo hoch. Okay, Starkstrom tot. Ich glaub schon mal nicht. Ach so, falsch. Ich muss ja hier entlang. Hep. So, ich frage mich immer noch, was da ist. Nein! Es tut mir weh. Warum tut es mir weh? Nein! Nein! Ich habe falsche Richtungstaste gedrückt. Aber ich war der Sache schon näher. Los! Ich schaff das noch. Ich bin ja groß. Ich hoffe, dass er jetzt auch irgendwas ist, was sich lohnt. Wäre mir nicht. So, ist hier jetzt was? Seht ihr das? Das hat mir jetzt Schaden gemacht. Warum auch immer. Für dich den ganzen Scheiß jetzt hier, ne? Unter meinen Füßen befindet sich die Hauptwerkstatt des Spielzeugmachers. Er arbeitet ohne Pause, geht von einem Ort zum anderen, repariert Puppen, mischt Zaubertränke und kreiert magische Siegel und Abwehrzauber. Er hat eine seiner Kreationen fertiggestellt, als er gewöhnlich... was? Fertiggestellt? Er lässt gewöhnlich ein tiefes, böses Lachen ertönen. Da stehen mir die Haare zu Berge. So, mal einfach mal fliegen lassen. Hey, ich würde ja fast sagen, ich habe Skill. Aber Leute, das war mehr Glück als Verstand, glaubt mir. Uhrenraum, oh nö. Wo ist denn da jetzt noch was? Okay, hier war ich schon.
Leben wäre mir irgendwie lieber, ich weiß auch nicht. Hier habe ich mir eine Notiz gemacht. Tierkopfgedöns. Hier ist doch was. Oder habe ich das schon aufgemacht? Scheine ich schon aufgemacht zu haben. Hier habe ich auch schon alles. Okay. Ich muss in den Raum. Spielzeugfließband, ist das hier? Ja, hier ist das. Gut. Gut. Hier konnten wir vorher nicht her. Ach, gehen wir nicht auf den Keks. So, jetzt haben wir hier auch schon alles. Okay, das ging ja fix eigentlich. Dann fehlt es nur noch hier oben alles. Also, da oben alles. Wo wir ja zuletzt auch waren. Hm. Wie viel haben wir denn noch nicht freigeschaltet? Dies ist noch ein ganz schönes End eigentlich. Hm. Na dann, wollen wir mal wieder zurück. Und ich würde sagen, ich mache dann hier auch erstmal eine Pause und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit vernünftigen deutschen Sätzen bei Let's Play Castlevania Lords of Shadows, Mirror of Fate. Bis dahin, ciao!